Wunderbar. Dann gehen Sie mal. Sollten Sie nochmal hier irgendwie rumnerven. Dann kriegen Sie Ihren Personalausweis. Du hast 5 Sekunden mit deinem scheiß Roller da unten zu verschwinden, ansonsten entferne ich dich da. Warte mal. Ey! So, ich lege erstmal Handschellen an der. 5 Sekunden vorbei, ich war auf. Was denn? Ah, mein Motorrad. So, der Herr. Folgen Sie mal rein. Ja, aber folgen Sie mal rein. Bin ich in Code 0. So. Mein Gott, Code 0. Der hat ihn runtergetasert. Der hat ihn runtergetasert. Meinen Sie mich? Ja, der Herr. Was fahren Sie mit dem Roller hier auf dem Gehweg vor den Eingang durch? Weil so ein Roller klein ist. Weil was? Weil so ein Roller klein ist. Ich hab gedacht, das geht wohl. Lauf ich da mit einer 1159. Sie können einfach, wo hier Leute rein rauslaufen, einen vollgepackten Roller hier hochfahren und überbrettern. Warum wird der jetzt festgenommen? Warum wird der festgenommen? Ja, ich gebe ihm vollkommen recht, Herr Officer. Gut. Ja, lassen Sie aber anstellen, Sie geben mir einfach Ihren Personalausweis daher. Ja, natürlich. Hä, wo haben die Schiss genommen, Hugo? Was hast du gemacht? Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis, der Herr. Okay, dann mir jetzt wieder frei. Dankeschön. Bitte. So, Sie warten einmal kurz. Der Herr, warten Sie kurz hinten, der andere im schwarzen Pullover, dankeschön. So, der Herr, Sie kriegen dann einmal ein Bußgeld bezüglich Fahren abseits der Straße, $300. Weil Sie auf dem Gehweg hochgefahren sind. Ich weiß nicht, ob ich $300 habe. Ja, müssten Sie auf dem Konto liquide haben. Ja, ich gebe Ihnen gerade mal das Kartenlesegerät, da können Sie dann einmal in Ihre Bankkarte reintun und dann wird das überprüft sozusagen. Okay. Ich zeig dir den Weg gleich, wirklich. Ja, okay. So, da mal die Karte rein. Wurde bezahlt. Wunderbar. So. Jetzt will ich Sie hier nicht nochmal oben rumfahren sehen, ne? Sonst wird das noch das nächste Mal ein längerer Aufenthalt hier. Es tut mir leid. 95. Gut. Dann tschüss. Tschüss.